Mike Mäuser macht ja eigentlich einen super Job. Ja, nur leider scheint er mit ganz einfachen Wörtern nicht so gut zurechtzukommen. Und das haben wir herausgefunden. Und dazu wird die NATO und dazu wird auch die Bundesrepublik Deutschland jeden Beitrag leisten, der notwendig ist. Die Debatte um die Panzkampfer ist akut. So, darum ging es mir, meine Damen und Herren. Die Debatte um die Panzkampfer. Ich sag's Ihnen, die Debatte um die Panzkampfer, der Bundeswehr, mein lieber Herr Ministerungsverteidiger, das ist eine große Frage. Ja? Und da haben wir jetzt News herausgefunden, und zwar passend zu den Panzkampfern wird ab sofort aus Deutschland geliefert Fäusterpanzer und Grenzplanaden. Klar, sagt da der Russe, um Wottes Gillen. Aber das steht auf einem anderen Blatt Papier. Ist ja eigentlich kein schweres Wort, ne? Kampfpanzer. Kampfpanzer, kannst du einfach sagen. Kampfpanzer, kommst du raus. Kampfpanzer, Kampfpanzer, Kampfpanzer. Kann man locker sagen. Nur Herr Mäuser nicht. Oder andere. Es wird aber auch da dabei bleiben, im Punkto Kampfpanzer kann er im Moment keine Antwort liefern. Wir haben in Deutschland Kampfpanzer? Wie geil ist das? Den kriege ich auch so einen. Gibt es den für den privaten Gebrauch? Ist das Ihr Hund? Nein, das ist mein Kampfpanzer. Die gehen sofort auf die Kehle. Es gibt ja Dinge, die wir einfach von der Bundeswehr noch nicht kennen, beziehungsweise die ja auch wir Normalsterblichen nicht wissen wollen. Deshalb ist es jetzt mal Zeit für eine Straßenumfrage. Was wissen wir eigentlich von der Bundeswehr? Hallo du. Ja, du. Bleib doch mal stehen. Doch, bitte. Na, geht doch. Hallöchen. Es ist wieder Zeit für eine TV-Total-Straßenumfrage. Thema heute, die Bundeswehr. Na ja? Leider weiter. Och, bitte. Nur eine kurze Frage zur Bundeswehr. Oh Gott, perfekt. Also, was haltet ihr von der Bundeswehr? Naja, wie soll ich sagen, das ist mein Arbeitgeber, also... Ach du Scheiße. Dann frage ich besser andere, wie die Bundeswehr ist. Ja, ich... Ja, halt... Eva. Mit den Waffen und so. Das, ach, Eva, ja. Eine Bundeswehr ohne Waffen, ja. Aber ja. Ne, Eva, das geht nicht. Wie ein Eis, ein Hörnchen ohne Eis, ne? Absolut. Guck, guck. Findest du, es sollte eine Wehrpflicht für Frauen geben? Eine Wehrpflicht? Wehrpflicht. Wehrpflicht, was ist das denn? Das ist... noch nicht auffilmen. Keine Sorge. Noch nie gehört? Noch nicht, nein. Das ist, wenn man für eine gewisse Zeit zur Bundeswehr muss. Okay. Das heißt dann offiziell Wehrpflicht. Ach so, was ich davon halte. Genau. Ja, es wäre doch perfekt. Oh, echt? Wenn die Frauen halt auch so eine Wahl haben würden. Nee, eben keine Wahl. Die Frage ist, ob Frauen verpflichtend zur Bundeswehr sollten. Was meint ihr? Ja, nee. Warum nicht? Ja, weil ich glaube, Frauen haben... Jetzt bin ich gespannt. Ja, ich bin jetzt nicht feministisch oder so, aber die haben einen anderen Stellenwert in der Gesellschaft. So. Du meinst also, die können das nicht? Doch, die können das auf jeden Fall, aber es sollte nicht so sein unbedingt. Macht Sinn. Was halten Sie von einer Wehrpflicht für Frauen? Auch nichts. Hm, das ist ja interessant. Absolut nicht. Warum nicht? Ich bin der Meinung, Frauen brauchen nicht. Wäre doch gerecht, oder? Also ich habe einmal ein Tontaubengewehr in der Hand gehabt und ich konnte damit nicht schießen. Das ist einfach nicht... Das lernt man ja da. Das hat auch was mit Frau sein und Mann sein zu tun. Also... Stell dir vor, du müsstest 2 Jahre zur Bundeswehr. Okay. Findest du gut? Ja, das würde ich auf jeden Fall machen. Warum nicht? Oh. Wenn man diese Wahl hätte? No, man hat keine Wahl, wenn es verpflichtend ist. Welchen Job würdest du bei der Bundeswehr machen, wenn du jetzt hin müsstest? Boah, ich wäre in der Luftwaffe. Aha, was macht man da? Rumfliegen. Klingt nach einem Plan. Was würden Sie machen? Keine Ahnung. Vielleicht im Service. Ja, suchen die. Du machst aber was Spannendes, oder? Also, was kann man denn da so alles machen? Ich glaube, Soldat kann man werden, ne? Ja, das geht. Es gibt auch einen brandneuen Verteidigungsminister. Wie heißt der? Boah, ich weiß es nicht. Olaf Scholz! Nein. Ja? Scholz? Aber der ist doch nicht neu, oder? Hm, was sagt denn deine Freundin? Ist das der? Nein, keine Ahnung. Sie kennen den neuen Verteidigungsminister doch bestimmt. Genau. Ja? Pi. Ja? Pi? Wie heißt er denn jetzt? Ja, Pi. Pizzo. Pi. Ach. Ah, gleich haben sie es. Ah, der hat doch so einen komischen Namen, wie so ein Sportler. Hä? Pretorius. Fast. Das ist ein anderer. Nee. Wie heißt er noch? Pistorius. Ja, richtig. Boris Pistorius. Ganz genau. Und was macht der? Was der macht? Genau. Was macht der? Ja, ich hoffe, arbeiten. Was meinst du? Ja, ich denke mal auch erstmal die Nachrichten gucken, ne, was gerade aktuell ist. Gute Idee. Was meinst du?
Hallo? Boah. Er sitzt am Schreibtisch. Genial. Guckt sich die Equipments an. Wie bitte? Die Equipments. Findet ihr bestimmt ziemlich cool. Super cool. So, zum Schluss. Was glauben Sie, macht der Pistorius den lieben langen Tag? Ja, Däumchen drehen anscheinend. Das mache ich auch jetzt. Tschüss.